Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Ich meine, bis jetzt hat sich noch kein einziger die Mühe gemacht, solchen Idioten wie mir zu erklären, was damit konkret gemeint ist. Dieser eine ominöse Satz, den der Kanzler immer sagt, unser Platz ist an der Seite Israels. Ja, darf ich mal fragen, wo denn? Vielleicht im Leichenschauhaus oder auf dem Schlachtfeld? Gut, das sind Beruhigungsphrasen und die muss es, glaube ich, auch geben. Aber das artet ins Absurde aus. Es gab in der Generalversammlung der Vereinten Nationen mal wieder eine Abstimmung über eine Resolution und mal wieder hat sich die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Außenministerin Baerbock, der Stimme enthalten. Und es ging darum, ob es einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe geben soll. Und die Bundesregierung, die fest an der Seite Israels steht, in irgendeinem Schützengraben, hat nicht mit Israel gestimmt, sondern de facto gegen Israel, weil sie sich der Stimme enthalten hat. Was de facto und in der öffentlichen Wirkung eine Distanzierung bedeutet. Ja, wenn das die Solidarität ist. Und dann gab es sehr lustige Begründungen, unter anderem von Frau Baerbock, die etwas sagte, was ich nicht verstanden habe, nämlich, man habe sich der Stimme enthalten, weil einem dieser Resolution nicht gefallen hat. In dem Fall war es doch logisch, gegen die Resolution zu stimmen, also sich der Stimme zu enthalten. Das ganze Gerede von Solidarität, es ist nur Gerede. Es ist nur Gelaber. Ich glaube schon, dass Frau Baerbock und Herr Scholz berührt sind von dem, was passiert ist. Das glaube ich sofort. Das sind ja Menschen, die haben ja auch Empfindungen, zumindest nach Feierabend. Aber was folgt daraus? Was folgt daraus? Was empfehlen Sie Israel? Ich lese jetzt immer wieder, Israel muss etwas liefern. Wir sagen den Israelis, sie sollen mit der Hamas verhandeln. Worüber? Über die Modalitäten der nächsten Enthauptungen? Worüber soll man mit der Hamas reden? Ich finde es auch schrecklich, wenn Leute bei Bombenangriffen ums Leben kommen, völlig im Ernst. Ich finde das auch schrecklich, wenn dabei Palästinenser ums Leben kommen. Das wünsche ich denen nicht. Aber irgendwo hört mein Mitleid dann auf, wenn ich sehe, dass Leute Tatbestände nicht akzeptieren, so wie sie sind. Und der Tatbestand lautet, die Hamas hat ein Riesenpogrom organisiert, dabei mindestens 1500 Menschen umgebracht, bestialisch umgebracht. Tausende sind verletzt und bleiben bis ans Ende ihres Lebens traumatisiert. Und nebenbei wissen wir immer noch nicht, was mit den Geiseln passiert. Ab und zu muss man doch mal Farbe bekennen. Man muss die Dinge beim Namen nennen. Wenn Israel fällt, was ich nicht kaum traue auszusprechen, aber ich tue es trotzdem, weil man kann einen Fluch nur bannen, indem man ihn auch ausspricht. Wenn Israel fällt, dann geht es doch erst richtig los. Israel ist wirklich ein Vorposten Europas. Kulturell ist es Europa, ökonomisch sowieso, geografisch halt nicht. Dafür hat man halt mehr Sonnenschein. Und der Kampf der Islamisten um die Dominanz, um die Vorherrschaft wird nicht aufhören, wenn sie Israel aus dem Weg geräumt haben. Er wird weitergehen. Und er fängt ja schon an auf europäischem Boden. Wir erleben ja schon erste Machtdemonstrationen, wenn sich Muslime zu einem Gebet am Brandenburger Tor versammeln. Naja, zurück zu Israel. Israel ist der Lackmustest. Wenn es gelingt, ich hoffe, es gelingt nicht, Israel niederzuringen, also das Land, ja, von der Landkarte zu wischen, wie sich die Mullahs in Teheran schon lange wünschen, dann werden die nächsten Ziele hier in Europa anvisiert werden. Und durch die Migration, die sich in eine Art von Invasion verwandelt hat, wird es auch hier genug Möglichkeiten und Agenturen geben, diesen Kampf von innen fortzusetzen. Und es müssen nicht nur Armeen sein. Es können auch Demagogen sein oder es können Leute sein, die aufgestachelt und aufgewiegelt wurden in einer Bevölkerung, die Appeasement und miteinander kommunizieren für die wichtigsten Tugenden hält. In einer solchen Situation braucht man nicht viele Militante, um an die Macht zu kommen. Churchill hat natürlich, wie so oft, auch zu der gegenwärtigen Krise schon das Richtige gesagt, wo er lange tot ist, nämlich ein Epeaser ist jemand, der ein Krokodil füttert, in der Hoffnung, es werde ihn als Letzten fressen.